Die goldenen ABBA-Zeiten liegen schon eine Weile zurück, aber Benny Andersson, das eine B von ABBA, sorgt dafür, dass die größten Hits unvergessen bleiben. Er hat ein Album herausgebracht mit vielen alten Songs neu interpretiert. Den Weg ans Klavier, um die eigenen Hits zu spielen, ist Benny Andersson lange nicht gegangen. Seine Kompositionen für ABBA oder das Musical Chess hat er sich seit den Originalaufnahmen kaum noch angehört, wie er sagt. Über 40 Jahre später hat er sich jetzt noch einmal an seine Hits gesetzt. Ganz pur, nur am Piano. Ich wollte herausfinden, wie die alten Aufnahmen klingen, wenn man alles weglässt. Die Texte. Kein Gesang von Frida oder Agnetha, keine Chöre, kein Schlagzeug oder Gitarren, nur das Piano. Wird dann noch gute Musik übrig bleiben? Ich finde ja, die Musik hat noch bis heute Bestand. Eine Art musikalisches Vermächtnis, das Benny Andersson mit dem neuen Album weitergeben möchte. Ich wollte das Album für meine Enkel aufnehmen, als Erinnerung an ihren Opa, wie er am Klavier sitzt. Als eines der beiden Bs von ABBA war Benny Andersson der Mann am Klavier, eher im Hintergrund, obwohl er bei ABBA zusammen mit Björn der musikalische Kopf der Band war. Viele Kompositionen stammen von ihm und sind bis heute absolute Ohrwürmer. Die Musik auf dem Album reicht von den 70ern bis heute. Und ich fühle, dass ich Teil der Musik bin, dass die Musik zu mir gehört. Damit ist das Album auch sowas wie die Biografie meines Lebens. Denn auch nach ABBA feierte Benny Andersson Erfolge mit den Musicals Chess und Mamma Mia und dem anschließenden Mamma Mia Film. Eine Weltkarriere, die bis heute andauert. Es ist wunderbar. Ich bin einfach nur demütig und dankbar. Humble and grateful is the word. You know, yeah. Ein bewegter Benny Andersson, dessen Melodien die Menschen bis heute begeistern.